die vorher bei den Panthers gespielt haben. Und ja, es scheint jetzt hier in die Knife Round zu gehen. Yes, also wir legen los. Wen würdest du stärker einschätzen? Sprout oder Expert auf der Map? Sprout. Aber ich lag ja heute auch schon bei den Panthers falsch, also. So, also, wir haben die nächste Runde und damit heißt es Seitenwahl. Seitenwahl für Sprout und Expert. In dem Endeffekt darf Expert sich die Seite aussuchen, weil sie die Nachround gewonnen haben. Und damit geht es los. Also, Expert startet auf der CT-Seite, Sprout auf der T-Seite. Und damit herzlich willkommen zur Partie der Woche zwischen Expert. Da können wir auch mal die Ratsche rausholen. Und Sprout. Yeah. Also, los geht's. Was haben wir an Equipment dabei? Speedy wird ausgestattet mit einer Nate, mit einer Flashbang und einer Smoke. Auf der anderen Seite haben wir nur Pistolen und Kevlar bei Expert. Also, es geht hier um Aiming. Aiming bei Expert. Mal gucken, ob sie das auf den Server bringen. So, man will das jetzt hier als Fake verkaufen. Aber Alex R. lässt sich davon gar nicht beeindrucken, im Gegenteil. Zeig nimmt sogar den ersten Spieler raus und Alex R. jetzt schnell mit der Rotation den Schuss ans Fenster. Sorgt dafür auch, dass der Spieler, der da runter gepusht kommt, erstmal den Fokus verliert. Aber Skrunk und Alex R. passen auf und damit das Full House. Ah, fast Full House. Ja. Nein, Zeig hat ja auch noch einen gemacht. Fast Full House. So. Schöner kleiner Move von Alex, der quasi das Fenster unten aufschießt. Zack. Und damit dafür sorgt, dass der Spieler, der runterkommt, erstmal einen falschen Fokus hat. Mhm. Er kriegt zwar den Klick nicht gesetzt, aber im Endeffekt gewinnt Expert diese Runde. Jo, und wir sehen Sprout erstmal im Sparmodus. Uff, Faven, gleich mit der Diegelschelle auf Doom des Todes. Jo. So, da kann er direkt an der Tür zuschlagen. Dadurch kommt man sogar eine Waffe ran. Das heißt, Susan kann da zusammen mit Dennis im Außenbereich nach vorne gehen. JDC schlägt nochmal zu. Weiß natürlich, da steht noch einer da. Surprise, surprise. Hier gibt es nichts für Mirbe zu holen. 3 gegen 3 Situation. Könnte nochmal knapp werden, weil wir haben einmal die Deagle bei Faven. Und wir wissen, wie stark er mit der Deagle sein kann. 2 gegen 1. Wenn sie jetzt noch die Bombe blenden, wäre perfekt. Aber ich glaube, das wird ihm nicht mehr gelingen. Da kommt nicht Psych über den High Ground und macht die Runde hier dicht. Trotzdem, für das, was hier investiert wurde bei Sprout, ja, war das eine sehr, sehr teure Runde und sehr viel Schaden. Andy geht direkt an die AWP. Die werden wir höchstwahrscheinlich bei Sprout erstmal vermissen. Liegt aber auch daran, dass wir hier kein Bombplate bekommen haben. Ja, aber wenn man sich mal anguckt, wie das Equipment aussieht, sehe ich trotzdem hier den Waffenvorteil tatsächlich bei Sprout. Die AWP hat nämlich kein Kevlar. Man hat sehr, 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 sehr viel Utility hier bei Sprout. Okay, aber man geht halt komplett ohne Smokes, möchte man da außen runter gehen. Entschuldigung. Tja, da wollte man... Was hat man gedacht, wird da passieren? Da wollte man wie beim Drive-By bei McDonald's noch den Big Mac mitnehmen. Ja. Und versuchen da den Kill zu setzen, den Sitzsack. Und ja, scheitert er kläglich an die... Zusammen mit seinem Team schlägt da zu und man hat eine frühe 3 gegen 4 Situation. Jetzt ist natürlich der einzige Spieler, der durchgekommen ist, ist Faven, wartet in der Smoke, kommt die Main rein, ob er für sein Team das Ganze hier öffnen kann. So, das sieht natürlich jetzt das Tempo an, Reaper kommt auf Syken, der Frag kann nicht gesetzt werden von Speedy, er ist sehr, sehr spät im Refrag und damit ist es hier eine 2 gegen 1 Situation. 55 Sekunden noch auf der Uhr, Alex wartet da schon an der Tür und das ist jetzt perfekt. Hat er nicht gesehen? Ich glaube nicht. Jetzt aber. Mit der Information können sie ganz gut leben. So, und damit haben wir das 3:0. Also, Expert führt hier erstmal die Partie an und kann Sprout in der ersten Waffenrunde hier gut zurückhalten. Aber das war sehr, sehr, ja, abenteuerlich von Sprout im Außenbereich gespielt. Wie gesagt, normal schmeißt man dann halt die Balance hoch und versucht sich halt im Außenbereich durchzukämpfen. Hier bei Sprout haben wir die nicht gesehen. Und somit scheitert man erstmal gegen den Rifle-Spieler und gegen die AWP im Außenbereich. So, hier ist natürlich jetzt der Waffenvorteil. Loser-Bonus steigt bei Sprout an. Also das heißt, wir können theoretisch in der nächsten Runde auch schon eine AWP sehen. Bei den Sprösslingen. Und man kommt hier Richtung Vent durch und damit kann Dennis die Bombe legen. Ziel erfüllt. Und noch 2 Kills holen. Also die Runde ist noch nicht vorbei. Jo. Ja,
geht weiter. So, und die Runde ist vorbei, wenn man nicht aufpasst. Seiken, Skrunk, versuchen nochmal vorzukommen. Faven hält die Bombe mit der AWP frei. So, passt auf, und damit ist noch Skrunk. Jetzt muss ich dich fragen, was ist hier gerade passiert? Die Flashes übers Dach haben dafür gesorgt, dass der Spieler ganz schnell nach unten rennen kann, um die Bombe zu legen. Das war auf jeden Fall sehr stark gespielt. Und dann war es halt pure Bretter. Ja. Und ich finde die Idee gut von dem Expert-Spieler, der versucht hat, unten den Bombenplanter direkt zu pushen. Mhm. Weil er mich mitbekommen hat, dass seine Mates noch sehr weit weg waren. Und er hätte da wahrscheinlich einfach durchdiffusen können. Ja. So kamen dann natürlich Einzelduelle zustande. Auf der Rampe wurde das Duell verloren. Unten das Duell gegen die P250 wurde auch verloren. Sowas darf natürlich dann nicht passieren. Aber damit jetzt das 3:1. Und wir sehen tatsächlich sehr schwaches Equipment bei Internet. Schönes Pre-Fire. Faven wollte mit Topspawn arbeiten, wird aber hier nicht gelingen. So, damit versuchen wir nochmal der Tür nachzugehen, irgendwie aus der Ecke rauszukommen. Sirson bekommt jetzt die AWP in die Hände gedrückt. Der hat auch selbst nur noch 41 AP, weil der war direkt als zweiter Spieler dabei, um sie zu supporten und gegebenenfalls auch direkt die AWP da vorne an der Tür dann auch zu droppen. Der Topspawn geht erstmal für Expert besser auf, weil den können sie eindämmen. So, Skrunk zwischenzeitlich runter Richtung Vent, wird jetzt hier Richtung Secret arbeiten. Im Außenbereich ist es nur Dennis, der hier nochmal smoked und wahrscheinlich auch flashen wird. So, damit hat man bisher bei Sprout eigentlich nicht viel bekommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Skrunk hier reißen kann. Der kriegt erstmal keine Information dank der Smoke-Wand, die bei Sprout hier nochmal geschmissen wurde. Und sie gehen auf Contact Richtung Rampe und da ist nur Alex an der Beagle. Nö, nix. So, mit der Eröffnung, damit die Überzahlsituation. Und mit der Scout kann Andy jetzt hier nicht so viel reißen. Wären zwei Spieler, wären One-Shot gewesen gegen das Sprout. Gegen das Scout. Trotzdem so. Skrunk. 4 gegen 4. Ja, noch mal alles noch drin. Nochmal ein kleines Upgrade. Bei Andy fehlt natürlich die Kevlar. Sirson passt einfach auf die Tür auf. So, und da aimt man auch nach hinten ab. Das heißt, da kann sich die AWP vollständig auf das konzentrieren, was sie machen muss, nämlich auf die Tür. Jo, kann Sirson zusetzen. Jetzt sind noch die beiden Spieler im Aquarium. Und die steht ja auch wunderbar rein. Da feuert man die falsche Ecke bei Skrunk. Also der Riecher gut, aber Speedy nicht da, wo er sitzen sollte. Laut Skrunk predict. Und da wird das Duell hier auch gewonnen. Viel, viel Schaden kann verteilt werden. Aber da kann JDC nur noch safen und vielleicht diese Kevlar durchbringen und die Deagle. Aber das war's dann auch schon. Und das gleiche wieder für Sprout. Da geht man nicht mehr jagen. Lieber noch die Waffen durchbringen und dann sich auch ein ordentliches Geldpolster hier aufbauen. Man hat ja auch noch ein bisschen Utility dabei, mit der man arbeiten kann. 3:2, also Sprout kann den Force-Buy hier von Expert eindämmen und Expert wird erstmal in die Eco gehen. So, dann sehen wir nochmal die Statistiken. Auch nochmal die ADR schön sortiert. Skrunk zurzeit mit 174, auf der einen Seite ist es Faven mit 146. Also, da hat man auf jeden Fall sich so ein bisschen absetzen können, aber der frühen Partie ist das natürlich jetzt noch kein großer Beinbruch. So, natürlich JDC an der Siegel da unterwegs, den Schaden zu setzen, er kriegt auch den Headshot. Er hat schon 2 Kills gemacht und hat super KP verloren. Eieieiei, jetzt bricht hier die Full-Eco komplett in sich zusammen. Faven und Mirbert alleine gegen 5. Ja, und die Bombe muss noch kommen. Jetzt muss Mirbert auf die Suche gehen. So, das größte Problem ist halt Andy. Er hat halt eine AWP, ne? Mhm. So, und zack. Da ist es noch Faven im 1 gegen 4. Geht raus, holt den ersten und dann wird er wahrscheinlich mit dem Spieler in der Main nicht rechnen, wenn er hier durchgeht. Hat man das auf dem Schirm? Das ist Schaden wird nochmal gemacht, kommt hier nochmal raus. Andy an der AWP. Faven geht weiter nach vorne. Kann der das hier am Ende vielleicht nochmal entscheiden? Da reden wir da aufgepasst. Er weiß, wo der letzte ist. Knappe, knappe Geschichte. Und am Ende reicht es nicht ganz, die Runde hier zu holen. Aber das war nochmal bockstark von Faven. Gut predicted. Die Runde ist trotzdem verloren, ne? Ja. So, die Runde ist trotzdem verloren, auch wenn es jetzt super knapp war. Ja.
da darf man sich halt gegen diese, gegen die Diegel halt einfach nicht so lange anlegen. Da musst du halt einfach, den musst du rausflashen, der muss sich da, den musst du pushen, aggressiv spielen. Gegen den Diegel kannst, den kannst du nicht so lange auf so, so lange Distanz halten. So, Balance Smoke im Außenbereich, hier ist eine Gap drin. Auch dank des Molotovs kann die Smoke den nicht brechen, wie wir uns das vorstellen. Es geht direkt nach unten, Saiken frisst da ordentlich Schaden. Aber man ist Richtung Secret erstmal durch. Also, der Raum gehört Sprout trotzdem. Steht schon einer Treffer bereit, einer im Vent. Oh, da macht es den Teamkill gegen Faven. Und am Ende kann man trotzdem hier den Vorteil erstmal bei Expat in Balance halten. Ja, 4 gegen 2 Situation jetzt hier schon. Und ich glaube nicht, dass sie damit rechnen, dass der eine Spieler am Vent hinten schon dran ist. Da ist es, genau, Alex R. macht dann auch den Frag. Searson im 1 gegen 4. Hat jetzt Info über 2 bis 3 Spieler. Aber wenn er jedes Mal dann Damage kassiert, dann wird es halt schwer. Wird allgemein für ihn schwer, nochmal irgendwo genau den richtigen Moment zu finden, wo er irgendwie durchbrechen kann. Wie gesagt, mit 52 AP geht es nicht leicht bei 38 Sekunden. So, fliegt der nochmal raus. Bombe könnte nochmal geplantet werden. Nö, da steht man oben auf der Reling bereit mit Strunk und kann die Runde entscheiden. AWP nimmt man mit, geht damit auch auf ein Doppel-AWP-Setup. Und damit heißt es hier die nächste Runde für die Jungs von Expat. Ja, das Doppel-AWP-Setup gefällt mir jetzt tatsächlich gar nicht so gut, weil man gegen eine Eco spielt. Hm. Da bin ich mal gespannt, weil so eine AWP in den Händen der Gegner ist natürlich dann immer eine doppelte Waffe. Ja, das ist dann schon mal sehr gefährlich. So, nochmal die Deagles und ansonsten erstmal hier fast überhaupt nichts. Keine Kevlar, keine Utility, nur ein paar Pistolen, die für sich sprechen sollen. Sprout. So, JDC, der ist oben auf dem Silo, erwartet da auf A den Go, aber es geht, soll Richtung Rampe gehen. Alex R. mit dem ersten, Andy mit dem zweiten, Andy verschießt, Andy droppt zwar die AWP, aber Skrunk ist da für das Backup. Und das wäre nämlich sehr gefährlich gewesen. So, jetzt zeige ich, dass wir den letzten Kill machen, so sieht's aus. Da aber das war gut gespielt. Trotz Doppel-AWP-Setup hat man die AWPs nicht alleine gelassen. Die haben natürlich auch ihren Job gemacht. Aber Skrunk war da zur Unterstützung, weil ansonsten wäre dann die AWP in den Händen von Sprout gelandet und das wiederum hätte dann noch zum einen oder anderen Frag im Worst Case zur Runde führen können für Sprout. Aber jetzt 6 zu 2 auf der CT-Seite, die lange nicht mehr so dominant ist, wie sie noch vor einigen Monaten oder Jahren war. Andy findet im Ausbereich den Kill, kann weiter gegenhalten. Searson ist da. Das wird er sich auch nicht nehmen lassen. Die AWP hat er gerne und die bekommt er auch am Ende. 4 gegen 4 Situation. Also der liegt für Speedy jetzt auch eine AK draußen, wenn er den haben möchte. Na, ja, besonders weil Searson da noch das Backup gibt. Kann er da auch upgraden. Ja, das macht das auch gerade, so sieht's aus. Damit 4 gegen 4. Das wiederum Vorteil eigentlich für die Ts. Die CTs müssen sich ganz schön weit auseinanderziehen. So, Utility ist auf jeden Fall noch gegeben bei Expert. Da versucht man jetzt auch nochmal ein bisschen Information zu finden. Saiken auf der Suche. Wie gut das Timing für Faven. Wenn er dann versucht, nach vorne zu kommen. Saiken muss halt 2 Positionen halten. Aufpassen, da sehen wir keiner in den Rücken fällt. Und er muss sich um die Tür kümmern. Zwischenzeitlich geht man hier zumindest bei Skrunk ein bisschen weiter nach vorne. Das ist viel Info. Ja. Das ist super viel Info. So, trotzdem. Rampe wird aufgerissen. Jetzt weiß man, es geht wahrscheinlich Richtung B. Dann wird auch direkt runtergegangen. Saiken kann dadurch vielleicht sogar das Timing haben, die Tür aufzumachen und den Spieler da an der Rampe abzufangen. Der ist natürlich bekannt. Searson sucht das Duell, verliert das gegen Saiken. Das ist halt die Stärke der AUG, die hier immer wieder überzeugen kann. So, Strunk da. Zweiter hinterher. Eieieiei. Also was Sprout hier spielt, gefällt mir vorne und hinten nicht. Also es hat angefangen, jetzt kommen wir auch zum Timeout, es hat angefangen mit den fehlenden Außensmokes.
dann mit der verlorenen Eco-Runde. Auch das jetzt eben wieder vom Timing her hat das gar nicht gepasst, viel zu spät. Man sorgt dafür, dass das Grunk halt komplett den Außenbereich für sich alleine hat. So, dass man zumindest, wenn man B angeht, dass man noch irgendjemanden über außen schickt, damit man die Rotationswege halt ein bisschen abfangen kann. Aber, ja, Stand jetzt ist das alles andere als überzeugend, was Sprout hier spielt. Da gebe ich dir eindeutig recht. Expert hat hier bisher ein Spiel, was sie sehr gut unter Kontrolle halten können. Sondern ist hier auch die sehr schnelle Rotation auf Nuke. Meiner Meinung nach Rotation sehr, sehr wichtig, dass man schnell erkennt oder schnell sieht, was der Gegner dann auch für einen Gameplan hat. Und das gelingt hier Expert auf jeden Fall sehr gut auf die Kreuzzeit. So, Doppel-Molotov an die Position. Jetzt kommen wir den Balance-Smoke plus eine gute Granate plus ein guter Molotov. Gut gespielt von Expert. Das wirkt sehr vorbereitet. Ja, dann kann Andi sogar den ersten finden. Das Prefire passt hier auch so weit. Och, und dann rennt er halt noch mit rein, den letzten Schüssen. Ja, bitter. Ja, damit ist jetzt 5 gegen 2. Man weiß natürlich, man hat 2 Leute außen geholt. Die Smokes lagen da. Es kann halt einer durch sein. Dementsprechend achtet man natürlich auch darauf. So, und jetzt ist es nur Speedy. Der hat zwar die Bombe auf dem Rücken, aber wird hier auch nicht mehr viel machen können. 8 zu 2. Nach 10 Runden. Ja. Also wenn Faven ist da irgendwie der Einzige, der wirklich dagegen schießt. Nach 10 Runden 10 Kills. Alle anderen maximal 4. Während wir bei Expert mit Scrunk und Zeiken schon 2 Spieler in den Double Digits haben. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Alex und Co. irgendwie schlechter spielen. Auch nee. Envy habe ich immer wieder gesehen mit guten 10. Und sieht ja hier, das hätte alles gut in Waage. Jetzt geht's mal ein bisschen Mirbit den ersten. Offensiver nach vorne. Das wird von Mirbit ganz gut auf die Kontrolle halten. Noch ein hinterher. 3 gegen 4 Situationen. Strunk hält den Rücken weiter frei und das könnte vielleicht nochmal der Kill sein, der am Ende vielleicht die Runde sogar nochmal etwas leichter macht und entscheiden kann. Vielleicht wird es nicht sein, aber zumindest hat Expert mal ein bisschen aggressiver gespielt und damit auch Sprout gut überrascht, auch wenn sie am Ende ein paar Männer verloren haben. JDC wird hier am Ende gemeinsam rausgenommen. 2 gegen 2 Situation, damit weiß man, wo die Reise hingeht. Bombe muss trotzdem gelegt werden, man wartet im Vent mit Andy und mit Strunk. Höchstwahrscheinlich über den Heaven, also kann über 2 Positionen kommen. Für Andy natürlich ein bisschen schwieriger, weil er hat nur eine Chance, wenn er aus dem Vent rauskommt mit der AWP. Flashbang kommt aber rein und das ist vielleicht die Ablenkung sogar für Scrunk. So, Kopf gesehen, damit beide Spieler bekannt. Syrus kann den ersten finden und jetzt ist für Scrunk eigentlich das Timing fast schon Geschichte. Das war's. Also, Sirson kann die Runde am Ende hier mit einem 2K dann dicht machen. Und damit ist es hier für Sprout das 8 zu 3. Trotzdem, das wirkt noch nicht so ganz solide, wie man sich das vielleicht bei Sprout dann auch auf Nuke vorstellt. Wie gesagt, Expert spielt hier gut gegen. Und ich fand die Idee, beziehungsweise den Gedankengang von Expert, da mal ein bisschen offensiver Richtung Lobby zu spielen, gar nicht so verkehrt. Ja, selbst am Ende macht er mir mit gut Schaden. Selbst mit der verlorenen Runde sorgen sie dafür, dass Sprout jetzt wachsamer sein muss. Dass die halt auch auf so einen Push halt aufpassen müssen. Das eröffnet natürlich wieder andere Wege. Mhm. Ne? Sprout muss jetzt mehr up-aimen. Oh, könnte da etwas pushen. Eben ist da was gepusht. Und diese Zeit, diese Timings verändern sich dadurch und das ist natürlich dann eher etwas, was in Richtung CT geht. So, A steht hier, Speedy versucht mal durchzubrechen. Strunk ist runter, Strunk erledigt. 4 gegen 2 Situation. Also Dennis und Sirson. Die letzten beiden verbleibenden. Alex einfach noch mit einem kleinen Peak an der Rampe. Mehr gibt es hier nicht mehr zu holen. Und zwischenzeitlich hat man zumindest hier den Raum eingenommen. Dennis ein bisschen durchschummeln kann, aber das Duell kann er nicht entscheiden. Und damit ist Alex hier der Gewinner. Und Sirson alleine die Bombe liegt. Aber er müsste jetzt hier in 3 gegen 1 mit der AWP klatschen. Und sie haben noch mega viel Equipment bei Expert dabei, um diverse Positionen natürlich auch abzuaimen. So, jetzt der Bekannte an der Tür. Bombe liegt zwar für ihn, aber trotzdem wird es hier verdammt schwer. Vent wartet immer noch. Smoke kommt rein. Und damit ist es hier sehr schwierig für Sirson nochmal die Runde zu holen. Er kämpft sich hier nochmal raus, ist selber blind und wird hier von Alex abgefangen. Schöne Idee. Keine Chance, aber die Idee war wirklich nice, muss man sagen. So, also die nächste Runde für die Jungs von Expert. Ja, da sehen wir Scrunk nach 12 gespielten Runden fast auf 20 Kills, ne? Nicht so gut wie Cello, aber knapp dran. So, taktische Pause.
Die wird von Sprout kommen. Ja, es passt noch nicht so ganz. So easy ist es nicht wie für Ents, by the way. Da fehlen auf jeden Fall ein paar Runde. Eher ist es umgekehrt, dass es easy für Expert ist. Ja, habe ich tatsächlich auch nicht mit gerechnet, dass das so krass wird. Ich dachte eigentlich eher, wir sehen ein sehr ausgeglichenes Spiel. Das Problem, was ich halt wirklich sehe, sind halt tatsächlich einfach auch die fehlenden Duelle. Also eben alleine schon, dass Dennis dagegen, ich glaube es war Dennis, gegen Alex R. das Duell verliert, der überhaupt keine Ahnung hat, dass ihn Dennis da erwartet, und dann setzt er eigentlich die Schüsse, aber es reicht halt nicht. Schöner Spray hier von Skrunk. Der scheint Nuke durchgespielt zu haben und jetzt geht's weiter. Schon der Doppelkill für den Ingame-Leader. So, Dennis jetzt mit der Deagle versucht nochmal etwas dagegen zu setzen. Kann aber nur den einen Anschuss setzen. Saiken dafür in der Zwischenzeit erfolgreich. Speedy und Faven. Oh, Faven mit dem Doppelkill. Und jetzt das 2 gegen 2. Bombe liegt aber noch hinten. Die muss erstmal gepickt werden. Das heißt, sie müssen wieder Raumkontrolle über den Spot aufgeben. So, Faven muss crossen. Ist sich da nicht so hundertprozentig sicher, ob da vielleicht schon der Backstep ausgepackt wird. Die Bombe liegt da nicht. Oder doch? Hä? Ja, man kann sie wahrscheinlich da durchpicken. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Also sie sah so aus, als würde sie hinter... Ja, ja, die lag doch hinter dem Rollo. Keine Ahnung. Frag nicht. Auf jeden Fall kommen sie auf den Spot drauf. Nochmal eine zweite AUG. Doppel-AUG gegen Doppel-AWP. Andi setzt zu. Also Andi bekommt da seine Chancen. Damit liegt es jetzt an Faven, die Runde nochmal zu klatschen. 42 Sekunden. Wird schwierig. Wechselt immer die Position. Das Beste, was man halt machen kann in der Lage, dass man sich halt mit der AWP nochmal einen komplett anderen Winkel sucht und dann halt versucht, Andi hier reinzuschicken. Alex muss noch ein bisschen aufschließen. Sie haben kein Dev-Kit, aber sie haben noch mega viel Utility, die sie nehmen können. Faven rechnet mit dem Spieler aus der Main, weil er weiß, dass Heaven nicht gepusht wurde. Boah, aber das ist halt 1 HP. Wenn du dieses Duell dann verlierst, das ist halt so bitter. Ja. Also, damit wird diffused die Runde entschieden. Und hier sehen wir auch nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie die Deagle da auf jeden Fall wunderbar zugeschlagen hat. Hier nochmal die Verteidigung, aber da kommt Faven einfach um die Ecke und eskaliert hier zusammen mit Speedy an der Deagle. Sehr schön gemacht. Macht die Runde nochmal spannend. Am Ende sind es die Double Digits trotzdem für Expert. Ja, 10 zu 3, zwei Runden noch in dieser Halbzeit. Expert wirklich, wirklich am Drücker hier. Skrunk schon mit 21 Kills. Der macht hier den Shallow von vorhin. Ja. Also das ist super stark, was der Junge hier spielt. Na, jetzt, wo der Fluch gebrochen ist, will er natürlich mehr. Der ist hungrig. So. Mal gucken, was Grunt jetzt hier noch machen kann. Schöner Boost nochmal. Wurde aber gespottet. Skrunk selber hat seine Position aber auch verraten. Deswegen wird die auch nochmal komplett gewechselt. So, also Außenbereich soll nochmal das Mittel sein, was am Ende hier funktioniert. So, jetzt kommt die Flashbang rein, weil Skrunk auch immer wieder hinten in der Mac gesessen hat und einfach mit der AUG den Winkel Richtung Main gehalten hat. Ja. Deshalb versucht man jetzt die Mac auch mal einzunehmen und vielleicht den ersten Spieler zu finden. Andi hat was gesehen. Andi trifft, Andi exekutiert Dennis im Außenbereich. Damit wieder eine frühe 4 gegen 5 Situation. Ja, diese Flashes, die hätte man vielleicht vor 4-5 Runden noch nicht geworfen. Jetzt ist es halt aber so, dass man seine ganze Utility an so vielen verschiedenen Positionen verschwenden muss, weil überall Expert-Spieler stehen könnten. Zweifache Überzahlsituation jetzt hier schon wieder für Expert, die dieser Map hier ihren Stempel aufdrücken wollen. Gegen 4. 11 zu 3. Sehr einseitig gerade. Sehr einseitig.
Also, Expert auf jeden Fall hier besser gefrühstückt, so wie es aussieht. Aber es wirkt auch taktisch bisher besser ausgespielt. Bei Sprout schleicht sich immer diese kleinen Fehler ein. Wir hatten es ja eben schon des Öfteren erwähnt, im Außenbereich. Aktuell nicht gewonnen. Expert spielt taktisch gut dagegen, um hier Sprout auch so ein bisschen schwindelig zu spielen. Das klappt hier bisher gut. Nicht mal der Push Richtung Vent klappt diesmal. Der wird nämlich von Andy aufgehalten. Und das war bisher vielleicht das Beste, was bei Sprout geklappt hat, dass man eine Richtung Vent runterbekommen hat. Ja. Oh je. Oh je. Ich will mich jetzt nicht drauf festlegen, aber selbst Faven kann das hier nicht mehr reißen. Und Andy gibt halt nochmal den Anschluss, nochmal der Bang durch. Also, nee, die Halbzeit, die wird's nicht sein für Sprout. Sorry, Jungs, da ist es geschehen. Strunk holt ihn sogar irgendwie mit Prefire raus. Es soll nicht sein heute für Sprout hier auf Nuke. Expert dominiert zumindest Halbzeit Nummer 1 mit 12 Runden. Und es ist taktisch sehr gut gespielt, also. Definitiv. Die Frage ist halt, wie kann Expert das Ganze noch auf der T-Seite spielen? Haben sie die Chance, dass diese Dominanz halt auch in der zweiten Hälfte auszuspielen? So, das werden wir jetzt sehen. Speedy mit der CZ in der First Round. Okay, halt. CZ und Nate. So, es geht los in die zweite Halbzeit zwischen Expert eSport und Sprout. Der deutsche Meister führt souverän mit 12:3. So, Dennis versucht dem Ganzen jetzt nochmal eine Wendung zu geben. Positionswechsel kommt. Den ersten Frag hat er schon. Den zweiten tut er sich schwer. Muss reloaden. So, JDC kommt aber auch nochmal in die Deckung. So, es kommt eine Flash. Zeigen jetzt zum Backup da. Zeigen weiß. Dennis ist schon etwas lower geschossen. Also. Wie wird das hier jetzt weitergehen? Erstmal sehr abwartend. Aber noch zwei P250 am Start. So, jetzt geht's los. Jo, da fällt der erste. Mir bezieht sich zurück. Damit wird es für Expert natürlich jetzt schwierig, hier durchzupushen. Das ist gut gemacht von Mirbit. Einfach nur noch versucht, so viel Zeit wie möglich herauszuholen, dass auch man über die Rampe hinterherkommen kann. Da ist nämlich Sison unterwegs. Jo, der sucht direkt das nächste Duell. Das ist sehr viel Schaden. Sie kriegen aber nochmal die Bombe. Und das ist das Beste, was Expert in der Situation mal passieren kann. Sie versuchen halt wirklich Presno auf diesen Bombplan zu spielen. Gar nicht mehr aktiv. Versuchen irgendwie die Runde noch mit Biegen und Brechen zu holen und die Kills einzugehen, sondern einfach nur noch den Plant bekommen, Geld mitnehmen. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, das ist jetzt so ein Ding, okay, du hast geplantet, du könntest jetzt eine AK kaufen, aber natürlich bei dem Rundenstand könnte man halt einfach sagen, okay, lass nochmal ein, zwei Pistolen kaufen, wenn überhaupt, und das Geld dann für die Utility nutzen. Ja, ja, so ein bisschen Pistolen sind immer gut, um halt das, die Economy des Gegners halt low zu halten. Weil mit der Glock halt, da brauchst du irgendwie 3, 4 Headshots, je nachdem wie weit du weg bist. Naja. So, Dennis aber schon mit dem ersten Kill hier, Sison auch erfolgreich, ebenso Mirbit. Und damit ist es ein 2 gegen 5 für Expert eSport. Die haben allerdings noch die Deagle. Und Speedy beendet das Ganze. Skrunk nimmt aber Sison raus. Aber Sirson, der einzige Spieler, der tatsächlich keine Waffe gekauft hat, der war nur mit der USP unterwegs. Das ist im 9 Meter des Öfteren der Fall, weil man weiß, dass in der zweiten Runde halt kein Kevlar oder häufig kein Kevlar auf der gegnerischen Seite vorhanden ist. So, also. Heißt für die Jungs von Sprout. Und natürlich auch von Expert die erste Waffenrunde hier in der Halbzeit Nummer 2, wo man aufeinander trifft. Wieder viel Aug dabei. Skrunk an der Krieg. Sieht man nicht so oft, ne? Aber wenn man das Ding beherrschen kann, dann kann das natürlich auch durch die sehr hohe First Shot Accuracy sehr, sehr stark sein. So, und Skrunk scheint hier auf jeden Fall schon mal das Ganze gerochen zu haben. Der drückt weh. Der hat Bock. Ja.
So, Richtung Window steht man immer noch bereit. Silson im Außenbereich. Aber die Bombe ist noch sehr, sehr, sehr weit hinten. Mhm. Also noch ist hier nichts komplett aufgebrochen. Oh, Speedy läuft einfach rein. Rückwärts in die Ciao. Ciao, aber da baut man sich gerade auf für irgendeinen Execute und da kann Dennis halt genau die pendenden Expert-Spieler da rausnehmen. Jetzt liegt es an JDC, der kommt noch in die Bombe ran. Also das könnte jetzt nochmal den kleinen, aber feinen Umschwung machen. Ja, Skrunk ist schon da und Skrunk, der macht hier fast im Alleingang, wie die Waffe auch heißt, nämlich die Bulldozer, nämlich einfach mal den Weg frei für sein Team. Also, da ist nicht nur der Skinbo-Kram, sondern zurzeit auch, ja, das Aiming von Skrunk. Aber ich verstehe halt nicht, wie Skrunk drei Gegner machen kann, ohne dass er gesehen wird. Mhm. Dass die Leute nicht raffen, dass er hinter ihnen kommen kann. Ich meine, Dennis hat sich zwar umgedreht, aber Speedy rennt einfach mit dem Rücken zu ihm. Ja. Also, wir haben die nächste Runde für Expert 13 zu 5. Sie können sich weiter auf eine Halbzeit vielleicht festlegen, die genau in die Richtung geht, wie sie es vorstellen, und zwar schneller Sieg gegen Sprout. Und das sind, wie gesagt, wichtige Punkte, die man am Ende hier mitnehmen kann. So, Saiken, zumindest mit dem Refact. Damit ist die AWP aber noch am Leben. Das heißt, Saison kann die Position nochmal wechseln. Und tja, damit haben sie zwar jetzt Außenbereich bekommen, aber keine Ahnung, wo sich Saison auffällt. So, Ben und Smoke kommen rein. Und damit erstmal abwarten und Tee trinken. Sprout nicht wirklich viel Equipment dabei, das sie einsetzen können. Man wartet vor der Tür und da versucht man jetzt gleich auch zu überraschen. Speedy muss sich zurückziehen, nochmal das Smoke hinterher. Und jetzt wollen sie einfach raus. Smoke ein bisschen zu spät, versucht durchzukommen. Einer schafft's, Andy muss oben stehen bleiben. Damit verliert man erstmal einen Mate bei diesem sehr offensiven Spiel. Andy kann gar nicht aushelfen an der AWP erstmal. Das sollte reichen. Der sollte reichen. Aber die Bombe geht durch. Ja. Die Bombe geht durch. 4 gegen 2 Retake-Situation und kein Dev-Kit bei Sprout. Und kein Aiming in der Situation bei Psyche. Und da kann Andy safen gehen. Die Runde ist vorbei. Macht er auch. Versucht die Waffe, die AWP. Er ist ja auch komplett equipped. Er hat ja noch alles. Ja. Durchzubringen. Das macht er. Sehr wichtig. 13 zu 6. Mhm. Trotzdem sehr, ich will nicht sagen erschreckend, aber doch schon erschreckend, wie wenig Sprout hier entgegenzusetzen hat. Das war jetzt zwar eine Runde, die nochmal geklappt hat, aber auch da das Timing von Speedy mit der Smoke wirklich sehr, sehr schlecht. So, aber jetzt gibt es die Möglichkeit für Expert nochmal entgegenzusetzen. Dennis mit den ersten, Andy schießt zurück. 4 gegen 4. So, im Außenbereich haben wir JDC. Saiken kommt hier sneaky beaky runter. Damit hat man schon mal zumindest die Position eingenommen. Und Saiken könnte das vielleicht sogar für einen Vorteil nutzen, dass sie hier vielleicht nochmal irgendwo was finden. Ah, mit Pistolen ist es halt echt schwierig. Andy bekommt hier auch erstmal keine Möglichkeit, den Raum zu eröffnen. So, nochmal eine Smoke hinterher. Die ist nicht. Wie liegt denn die? Liegt die an der Tür? Doch, die blockt die Tür ab. Also, das ist schon okay. Ich dachte, die wären Ticken zu weit drüben gewesen. Aber das ist nicht der Fall. Damit kommt Faven nochmal in die Ecke. Ich bin gespannt, ob Andy erstmal abdrückt. Mal sehen, was passiert. Weil den Damage durch die Wand, durch die Tür da hittet. Das ist Faven. Jetzt ist die Smoke weg. Jetzt ist Faven wieder death gegangen. So, abwartendes Spiel bei Sprout, abwartendes Spiel bei Expert, 42 Sekunden. So, Richtung Rampe, versucht Skrunk da so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ah, es wird schwierig, es wird sehr, sehr schwierig. Saiken aber hier mit der Lücke und das ist eine gute Lücke, er trifft. Damit könnte man jetzt das Tempo anziehen, Richtung A draufzukommen, dafür muss man aber Faven finden. Das hat Saiken gesehen, Faven kann nochmal einen mitnehmen, Andy ist down. Saiken ist jetzt ein kleines Problemkind, aber Faven hält weiter gegen, der hält die Tür sauber. Richtig. Dritter hinterher. Und dann war es das. Also, damit kann man die Runde hier entscheiden. Expert, ja,
an dem Aiming von Faven gescheitert an der Tür. Und wäre da Faven gefallen, wäre die Runde echt nochmal in Gefahr gewesen. So, damit sind es noch 6 Runden Vorsprung. Nächste Waffenrunde bei Expert eSport. Trotzdem mit einer Mac 10. Und Andy ohne Kevlar unterwegs. Wieder geht's nach unten. Wieder klappt der Vent-Drop. Ah, das ist schon durch. So, aber man passt auf. Man passt auf diesmal. Man gewinnt auch die Duelle bei Sprout. Sehr wichtig. So, jetzt ist man nur noch zu zweit. 2-gegen-3 Situation jetzt hier für Expert eSport. Ah, trotzdem immer noch nicht vorbei. Faven mit einer schönen Position oben auf dem Hub. So, man hat einen noch im Außenbereich stehen. Expert wartet jetzt erstmal ab. Und arbeitet hier über den Außenbereich. So, wo will man die Lücke finden? Wichtiger Spieler wird hier Mirbit sein. Ja. Sitzt im Lockerroom. Die Fenster sind, glaube ich, auch noch zu. Ohne dass da jemand seitwärts in reinspringen kann. Das ist wäre sehr wichtig. Ja, so sieht es nämlich aus. Dementsprechend braucht er sich nur auf eine Seite zu konzentrieren. So, es geht über den Heaven rein. Und damit wird es nach vorne gehen. Mal gucken, ob sie da die Öffnung finden. Faven, pass auf! Und damit liegt es an Andy. So, der muss aufpassen. Über den Heaven kommt man hinterher und Dennis. Das heißt, von beiden Seiten für Andy Gaun möglich, eigentlich die Bombe zu legen. Und damit ist es 8-13. Broadride bleibt hinten in der Partie. Expert kommt hier nicht durch. Expert kann mit dem Force-By hier am Ende die Runde nicht für sich entscheiden. Damit bleibt es erstmal bei 13. Und es wird nochmal in eine Sparrunde reingehen. Ja, und das ist dieses mögliche Comeback. Wir sehen jetzt erstmal noch eine Pause. Das ist dieses mögliche Comeback für Sprout. Vor allen Dingen auch eine vernünftige Economy aufzubauen, weil die haben sie bis jetzt noch nicht gehabt. Mit 8 Runden auf dem Konto lässt es sich auf jeden Fall schon besser leben als mit 5-6. Ja? So, ich sag mal, 12-3 zur Halbzeit, jetzt steht es halt 8-13. Also man merkt halt, dass auf jeden Fall Sprout auf der CT-Seite mehr entgegenzusetzen hat als noch auf der T-Seite. Und ich bin mal gespannt, ob Expert jetzt noch den Dreh bekommt und jetzt vernünftig adaptieren kann, bevor Sprout ausgleicht oder vielleicht sogar überholt. Das werden wir jetzt erfahren. Also, es geht mal für Expert ins Sparen. Und dieses Sparen wird erstmal über den Außenbereich versucht umzusetzen. Vielleicht kann man ja hier irgendwie über das Silo durchbrechen. Hier sehen wir es. Dennis steht bereit. Jo, und da wird von Dennis einfach draufgehalten. Sirson kriegt vielleicht auch noch was ab. Jo, so wird sein. Sein Mate zwischenzeitlich gefallen. Also diese Masse kann zumindest da überzeugen. Aber Speedy und Mirbit machen hier einfach dicht. Und damit ist das hier die nächste Runde für Sprout. 9-13. Also, wir haben Sprout weiterhin am Drücker. Wir haben vor allen Dingen jetzt ein Game. Ja. Wir haben endlich ein Spiel. Keine Überfahrt mehr. Jetzt wird zurückgeschossen. 9-13 und Squank schon mit 28 Kills. Der will es heute wirklich wissen. Also wenn sein Team diese Map verlieren sollte, dann liegt es auf jeden Fall nicht an ihm und ich denke, dann wird er auch eine Runde mit seinem Mate nochmal diskutieren. Mhm. Na, Squank gleich mit der 30er-Bombe. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. So, also. Das Duell gefunden und gesucht. 7 HP, ganz, ganz knappe Geschichte am Ende. Das kann das Duell nicht für sich entscheiden. Sondern sie stehen wieder Richtung Lobby breit. Das Einzige, was sie bekommen haben, plus den Außenbereich mit Skrunk. So, der sucht das Duell gegen Sirson. Hat ihn hier gesehen. Also, nochmal die Flashbang. Sirson nicht blind. Sirson versucht sogar nochmal den Schuss. Guck mal, das ist ein Duell. Katz- und Maus-Spiel zwischen Sirson und Skrunk. Ja, aber Sirson macht das genau richtig. Schuss, Position wechseln. Schuss, Position wechseln. Das hat aber Skrunk gehört. Jo, aber trotzdem kommt er nicht drauf. Also das Duell geht sauber den Bach runter. So, aber JDC jetzt hier mit der Öffnung an der Rampe. Damit kann schnell nach unten verschoben werden. Und Faven und Co. sind noch fast oben alle. Und denken noch, es könnte Richtung A gehen. Dennis jetzt bereits schon verschoben. So,
2-2-Aufteilung. Zwei unten, zwei oben. Damit die Überzahl auf dem A's, auf dem B-Spot für das Team Expert E-Sport. So, Bombe will man planen. Legt. Boah, das ist bitter. Zieht man den Diffuse schon durch? Zieht man schon durch? Nee, man ist noch nicht dran. Man traut sich nicht. Wichtiger Frag. 1 gegen 3 jetzt. So, und zeigen über den. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Nein. Nein. Faven. Der muss jetzt vorgehen. Der muss die Initiative ergreifen. Da kommt noch ein Nate rein. Oh, die prallt an der Kante ab. Und er traut sich hier einfach nur noch auf Zeit zu spielen. Das könnte eine Runde für die Jungs von der Expert werden. Und das wird es auch sein. Faven kommt hier nicht mehr ran. Damit kriegt er zwar noch den Kill, aber Saiken rettet hier die Runde. Und damit ist die 14. für von Expert. Ja, sehr stark gespielt hier von Saiken im 1 gegen 3. Aber auch schlecht gecovert. Also es gibt eigentlich nur eine Position, von der aus gepusht werden kann. Das ist halt der Deko-Raum. So, damit gibt es eine Pause. Also das hat bei Sprout nicht wirklich gut funktioniert. Kommt hier wieder so ein bisschen ins Straucheln. Trotzdem sehr viel Schaden angestellt. Das heißt, Expert wird in der nächsten Runde nicht wirklich kaufen können. So, jetzt überlegt man natürlich, okay, wäre ein interessanter Ansatz. Man hat die Runde gewonnen, ja. Aber man legt sich wohl sehr viel Geld zurück, wie es aussieht. Eine AK mit rein investiert. Nee, man kauft sogar runter jetzt. Nee, die haben ja auch die Runde gewonnen. Ja. Ne? Also viel wichtiger ist halt, dass Sprout jetzt die Möglichkeit hat, nicht nur die 10. Runde, sondern danach auch direkt den Money Reset zu setzen für Expert. Na, das könnte die Entscheidung sein. Super schnell auf Aarau gefahren. Der Spot ist schon frei. Zwei Kills von Faven und Speedy. So, zwei gegen zwei Situationen. Oh, und Birbit kommt von hinten. Und Sjursson mit der AWP aus der Main. Das Timing für Birbit. Er hat den Spieler aus der Tür rausgehen sehen. Super bitter. So, Sjursson nochmal abgesmoked. Und jetzt liegt's erstmal an Mirbit. Ecke wird gecheckt. Mirbit könnte warten, sucht trotzdem erstmal das Duell. Oh, da kann er überraschen. Mirbit also. Mit beiden Kills. Pah. Sehr stark. Ja, und damit wirklich gar kein Gelten jetzt bei Expert E-Sport. So, da sehen wir es nochmal, wie Speedy da den Hauptschaden setzt am Ende. Plus den dritten Kill. Also, sehr stark gemacht. Damit haben wir die nächste Runde für die Jungs von Sprout für die Double Digits zum 10-14. Also, Sprout geht hier wieder in den Vorteil. Und zwar mit der Utility und mit dem Equipment. Und damit können sie weiterhin dranbleiben und diese Partie auf der CT-Seite auch weiter für sich gestalten. Frage ist natürlich, wann. Es ist immer so, wann platzt der Knoten beim anderen Team auf der T-Seite? Bei Sprout sehr spät geplatzt und hier bei Expert dauert es auch wohl noch ein bisschen. Und vielleicht ist das noch für Sprout sogar die Chance auf der CT-Seite, das Ruder in der Hand zu nehmen. So, bisher klappt das auch ganz gut. Hier eine Flawless Round, also Sprout macht den Sack hier zu mit allen Spielern, die sie durchbringen. Ist natürlich auch gut für die Economy, um hier weiterhin den Druck aufrechtzuerhalten gegen Expert. Ja, und damit sind es nur noch 3 Runden Vorsprung. Und das bei einer so doch sehr CT-lastigen Map. Also, das Match ist halt sehr CT-lastig. Mit 12 CT-Runden auf Seiten von Expert. Jetzt nochmal eine Eco. So, JDC aber mit der Eröffnung. Das war sehr wichtig. Faven kann aber gegenhalten. Man ist mit. Alex, er ist schon im Vent runtergekommen. Das ist aber nicht die Bombe. Die Bombe ist, glaube ich, noch auf der Main. Yep. Und damit. Ja, Skrunk mit der Bombe. Kriegt jetzt die AWP. Ist immer sehr gefährlich. AWP bei der Eco. So, JDC wartet einfach nur darauf, dass ihn jemand ins Crossfire läuft, ins Crosshair.
wird jetzt aber hier das Spiel genommen. 4 gegen 2 Überzahlsituation für Sprout. Und das riecht doch nach der 12. Runde für die Sprösslinge. Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung für Strunk. Ist es nochmal mit der AWP der Versuch, sich mit seinem Mate an der Rampe zu treffen. So, Saigner unterwegs. Strunk wird hier den Anschluss suchen. Tja, aber trotzdem. Das Setup hier natürlich im absoluten Vorteil für Sprout. Sie haben super viel Information. Sie haben einen auf dem B-Spot stehen. So, da kann Mirbet auch den ersten finden, hat die Bombe gesehen und damit ist die Runde eigentlich fast hier schon vorbei. Saigner kann hier nichts mehr machen, verbrennt am Ende hier gegen Mirbet. Und damit ist das 12-14. Also, wir haben hier nochmal wirklich, wie von dir erwähnt, nochmal eine sehr, sehr spannende Partie. Bei Expert reicht es bisher hier nicht, den Umschwung zu schaffen auf der T-Seite. So sieht's aus. Jetzt nochmal einen richtigen, vernünftigen Full-Buy. Eine Schlüsselrunde, würde ich fast sagen. Denn wenn diese Runde verloren geht, müsste Expert nochmal sparen. Mhm. Und dann hätten wir schon den Ausgleich. Also! So, ist das jetzt vielleicht sogar die magische Runde für Expert? Zum 12-15. So, Alex wartet an der Rampe, Smoke kommt rein. Oh, da geht mal ausschließen. Hinten abgamed. Und damit bleibt Alex erstmal hier im Vorteil. Der komplette Außenbereich wird hier von Expert mit 4 Leuten angespielt. Damit sind sie hier schon mal durch. Und wartet er wieder an der Kante, wechselt wieder den Winkel, versucht nochmal nachzugehen. Bleibt nochmal auf sie stehen. Speedy kommt, den Rücken reingefallen. Also 3 gegen 3 sind dort zur Faven, ist hier schon komplett durch. Da trifft man nur die Waffe, die nach vorne kullert. Und Alex hier mit dem Backup des Todes, weil er kommt einfach über die Tür Richtung Main raus. Also die Lücke ist gefunden bei Expert. Und das ist Richtung A und dann gewinnt man noch bei Skrunk das Duell an der Krieg. Und damit ist es nur noch Saison. Damit ist nur noch Mirbet im 3 gegen 1. So, man hat das Geld, hier nochmal auf den Retake zu spielen. Aber Andy aimt das richtig ab. Schöner Fake-Plant hier, dass man Mirbet nochmal ein bisschen rauslockt. Das hat ganz gut geklappt. Also, die Partie geht hier zumindest erstmal in die Richtung von Expert, weil man hat schon mal auf jeden Fall eine sichere Overtime, mit der man arbeiten kann. Ja, das ist schon mal der erste Punkt auf jeden Fall. So, und wieder dieses offensive Positioning von Mirbit. So, Balance Smoke im Außenbereich, Flashbang kommt rein, damit Skrunk auf einem sehr schnellen Weg nach unten. 29 Kills, wie gesagt, sind bisher sein Ding. Und das mit Bravour auch für sein Team bisher gut vollbracht und gut gearbeitet. Jetzt geht's an der Rampe nach vorne. Nummer 1, Faven Sirson hält hier nochmal gegen. Zusammen mit Faven kann man das Team hier gut auseinandernehmen ins 3 gegen 2. Also, Schaden ist auf jeden Fall gesetzt. Trotzdem an der Rampe kommt man zumindest erstmal mit der Bombe durch. Und Skrunk immer so ein bisschen der Highlander, ne? Irgendwo alleine im schottischen Hochland unterwegs. Versucht hier immer wieder irgendwo eine Lücke aufzureißen. Meinst du, es kann nur einen geben? Ja, es kann nur einen geben, das kann sein. Aber in dem Fall gibt es auch Speedy. Und so, ist nur noch Andy im 3 gegen 1. Kommt nochmal über die Rampe wieder zurück. Na, ja, schwierig für ihn. Durch den ehemaligen Radio Room. Wie nennt man den heutzutage eigentlich? Radio? Würmchen, Radio. Radio? Immer noch? Ich ja, glaube, da steht noch Radio. Auch kein Radio mehr. Ja. Radio bleibt Radio. Ansonsten kannst du einen Snackbar nennen oder so, keine Ahnung. Ja, da stehen ja so ein paar Snackautomaten. Ja, vielleicht weiß der Chat ja, wie nennt ihr den Raum? Den hier, genau, den Snackbar. Raum. Die Snackbar. Früher hat hier ein Radio gestanden. Genau. Und das Würmchen hier da. RIP. Trophy Room, stimmt. Trophy Room, sagt man. Das ist der Raum, der ja nachkommt. Achso, stimmt, genau, das ist der danach. Ja, genau. Ja, aber man kommt aus dem Trophy Room. Ja, genau. Ja, ansonsten bleibt bei der Radioraum irgendwie, keine Ahnung. Aber das muss, jedes Team hat ja eigene Calls immer, ne? Ja. Das ist ja von Team zu Team unterschiedlich. Snickers finde ich gut. Man nennt ihn Snickers. Radio, ja, Radio sagen viele noch. Bleibt also noch. Auto bleibt auch Auto bei Inferno, obwohl kein Auto mehr steht. Ja.
Stimmt, da steht kein Auto mehr. Ja, das ist korrekt. Das ist doch jetzt gerade das Auto, weil da steht ja gar kein Ding Auto heißt mehr. Immer noch K. Ja, ja, einer am K, klar. Lol. So, auf jeden Fall, man spielt hier auf die allerletzte Runde. Wir gehen über die volle Distanz. Und es ist wieder so ein Klassiker. Das Spiel geht in beide Richtungen gut auf der CT-Seite voran und jetzt entscheidet es eine Runde am Ende. Ja. Ja, guten Morgen. Ja, da sind. Das Auto ist schon lang weggefahren, das Taxi. Ja, das ist jetzt auf das 2, ne? Ja, das... Das brennt jetzt auf das 2, ja. Das Auto. Das wurde vom Recyclinghof auf Inferno, wurde es auf dem Recyclinghof auf das 2 gefahren. Oder transportiert. So, auf jeden Fall letzte Runde. In dieser regulären Spielzeit geht es um ein Overtime oder macht Expert hier den Sack noch zu? Jetzt brauchen sie natürlich irgendeine taktische Ausrichtung. Sie hätten ruhig doch mal einen Teil nutzen können. Why not? Machen sie aber hier nicht. Das wäre auf jeden Fall nochmal was gewesen. Ansonsten muss man jetzt mit dem arbeiten, was man hat. Und da geht es im Außenbereich nach vorne. Die Balance Smoke kommt rein. Dennis schon nach unten gezogen. Ansonsten sehr kompaktes Spiel Richtung A, wie wir sehen. High Ground, einer unten. Und da findet Sirson den Spieler Nummer 1. Ja. Damit die Überzahlsituation und die Möglichkeit hier für Sprout, die Overtime zu erzielen. Was hat denn dieser Autodirector immer? Der wechselt immer zu Spielern, die da wo nichts abgeht. Mal selber machen. Mirbit wartet hier oben. Das ist ein sehr interessantes Duell. Wir sehen es hier unten. Da. Hi. Ja. Hi. Aber das ist jetzt spielentscheidend. Das ist sehr spielentscheidend, was Dennis aus der Situation machen kann. Aber Mirbit steht hier bereit. Und da kann Mirbit auch zuschlagen. Die AWP damit down. Damit einer bekannt. So, Tower wird ausgepackt. Man pusht hier durch. 3 gegen 5 Situationen und die Utility ist immer noch bombenstark bei Sprout. Ah, es wird schwierig. Es wird sehr, sehr schwierig. Und das sieht auch nicht gut aus. Das sieht nämlich nach einer Overtime aus. Jo, und da ist es nur noch Skrunk. Und das ist die Overtime. 15 zu 15. Ein 12 zu 3 nochmal gedreht. Krass. So. Und jetzt bin ich gespannt, wer dieses Momentum oder ob Sprout dieses Momentum aufrechterhalten kann. Gegen jeweils, weil die ersten Runden sind ja dann doch immer full-equipped Waffenrunden. So, es gibt ja 16.000, das heißt, man kann hier gut reinkaufen. Aber das ist natürlich jetzt nochmal bitter für Experts. Sie schaffen es halt hier nicht, die Partie zuzumachen. Damit heißt es, nochmal in Overtime zu gehen. Und das ist dann natürlich für Sprout nochmal die Möglichkeit, die Partie dann auch zu gewinnen. Tja, von daher gucken wir einfach mal, was hier uns jetzt erwartet. Zeit fliegen wir ein bisschen über die Map. Hier ist ein Parkplatz. Ja. Ne, auch nicht so weit. Man denkt hier auch an alles. Ja. So. Früher saß hier einer in so einem Häuschen. Hier. Da war eine Leiche drin. Echt? Ja. Die haben sie weggemacht? Die haben sie weggemacht. Oh Mann. Die fängt ja auch irgendwann an zu stinken, ne? Ja, auf jeden Fall. So, also wir warten jetzt noch, bis es losgeht. Das wurde, weißt du, wo das nachgebaut wurde? Das war in Seattle. Vorm Gebäude von Valve, ja, haben sie das als Inspiration genommen. Aha. Da haben sie die Straße geht übrigens weiter? Nachgebaut. Ja, es geht weiter, das ist korrekt. Also. So. 16k. So. Nochmal für Domko 33. Es geht sehr schnell über den Außenbereich für Expert. Also Tempowechsel. So, Sirson Nummer 1. Sirson bekommt hier aber erstmal keinen zweiten, aber Richtung Main steht mal rein. Speedy mit einem ganz fiesen Winkel. Oh! Kriegt er noch einen zweiten? Nein. In dem Fall wird er nicht belohnt, aber er bringt den Aufbau von Expert erstmal gut ins Stocken. An dem kommt er keine Möglichkeit. Dafür schlägt Sirson nochmal zu. Also, das scheitert hier komplett an der Main. 2 gegen 4 Situation. Also, die CT-Seite wirkt auf jeden Fall hier sehr beeindruckend von Sprout bisher auch. Da bin ich mal gespannt, wenn es auf den Seitenwechsel geht. Expert da noch genug Kraft hat. Aber bisher Sprout hier in einem guten Vorteil. So, Speedy lebt immer noch.
Man hat immer noch genug Utility dabei. Andy könnte jetzt noch mal zum ausschlaggebenden Faktor werden. Nimmt den ersten raus. Schönes Movement da nochmal bewiesen. Ja, und das Problem auf Nuke mit drei Leuten ist echt wirklich schwer alles zu halten. Aber Mirbelt hat das richtige Timing, guckt im richtigen Moment in die richtige Richtung und setzt natürlich auch die richtigen Schüsse. Also da nochmal die Entscheidung gesetzt. Tja, und damit war das eine einfache Sache am Ende für die Jungs von Sprout, die Entscheidung hier zu setzen. Und damit kann Sprout auch diese 16. Runde für sich entscheiden. Dann gehen wir in die nächste. Und natürlich, bei 16.000 mehr als genug Geld da. Diesmal kann Andy auch einen First Pick setzen an der Tür, wird aber auch hier direkt die zwei Seiten unter Druck genommen. Aber der will hier nicht fallen. Erst Speedy kann ihn stoppen. Das haben sie vielleicht bei Expert mal vorher gebraucht, sowas. Damit jetzt die Überzahlsituation für den Titelverteidiger. Das darf man dabei nicht vergessen. Die wollen natürlich auch den Titel verteidigen und zum zweiten Mal in Folge damit deutscher Meister werden. Finals 6. bis 7. April in Düsseldorf im Castello. Da wollen diese beiden hier hin. Yes. Immer noch einen an der Rampe, das macht Mirbit. Ansonsten hat sich Saiken da durchgeschummelt. Jetzt kann Saiken auch mit eingreifen, also JDC. So, jetzt versucht man natürlich den Raum auch gegen einzunehmen. Und da steht man bei Expert diesmal bereit. Also, man hat auf alles eine Lösung gefunden. Warum nicht gleich so? Somit sind es 16 zu 16. Und für Sprout die nächste Runde, um hier vielleicht in Halbzeit Nummer 1 der ersten Overtime mit dem Vorteil hinauszugehen auf der eindeutig stärkeren Seite von beiden Teams. Ja, schon eine T-Runde würde ich jetzt gar nicht so als schlecht bezeichnen. Von drei möglichen. Sprout wird natürlich jetzt alles daran geben, alles daran setzen, die zweite Runde zu verhindern. Damit vier Augs unterwegs. Wieder der flotte Tempowechsel. Wieder das Abkapseln der Spieler. Die versuchen da schnell Richtung Main zu kommen. Tja, und da kommt man wieder nicht durch. Und damit scheitert Expert wieder an den Spielern, die Richtung Außenbereich und Main aufgebaut sind. Und da kann Mirbit auch direkt zuschlagen. So noch Skrunk. Ich denke, das wird sich nicht mehr gehen lassen. 17 zu 16. Also nochmal der schnelle Tempowechsel bei Expert, der hier nicht aufgeht. Damit gehen sie in Führung. Sollte gegebenenfalls hier der Vorteil sein. Aber beide CT-Seiten, also von Expert und von Sprout, waren bisher sehr, sehr stark. Kommt jetzt hier noch ein Restart, oder? Ja. Ich warte nur darauf. Mhm. Ja. Teams beruhigen sich hier nochmal. Wollen nochmal neue Motivation schöpfen. Aber man macht sogar in der Halbzeit ready. Man muss in der Halbzeit ready machen? Ja. Okay. Nach drei Runden. Ja, jetzt nochmal ready machen. Muss nochmal pipi. Ja, ich bin wirklich gespannt. Ich frag mich, was der Chat denkt. Wie das hier jetzt so. Wie das hier jetzt zu Ende geht. Also, wir warten jetzt noch ein bisschen, bis es weitergeht. Bei diesem Match der Woche zwischen Expert und Sprout, es geht darum, natürlich, gegebenenfalls, um hier nochmal die Tabelle einzublenden. Das wollen wir nochmal machen. Sprout zurzeit mit 24 Punkten, Expert mit 19 Punkten. Auf jeden Fall. Eins der beiden Teams kann schon mal einen Punkt mitnehmen. Das heißt, Expert hat 21 und Sprout hat 25 oder 26. Also, sie können hier auf jeden Fall bei Sprout hier noch ein bisschen den Vorsprung halten. Aber Expert bleibt natürlich dran und will natürlich auch zu den Unicorns of Love den Vorsprung etwas ausbauen. Die haben ja heute auch schon ein paar Punkte mitgenommen. Das dürfen wir nicht vergessen. So, also, noch sind wir nicht bereit. Mirbit vielleicht noch mit Pipi-Pause. Ja.
So, und dann heißt es für Expert jetzt vielleicht ihre gute CT-Seite hier auszuspielen. Vielleicht hat sie Sprout auch zwischenzeitlich warm geschossen. So ein bisschen gestruggelt in Halbzeit Nummer 1. Kann das vielleicht jetzt einfach abschalten. Und dann, ja, ihr vielleicht jetzt auch mit gutem Aiming überzeugen. Und am Ende diese zwei Runden holen. Ja, ich frage mich gerade, was hier so lange dauert. Ich kann es dir nicht sagen. Jetzt kommt der Restart. Also, wir gehen rein in die zweite Halbzeit der Verlängerung der ersten Map zwischen Expert eSport und Sprout. Es geht jetzt darum, wer sichert sich zwei und wer sichert sich einen Punkt. Der Verlierer dieser Overtime bekommt einen Punkt, der Gewinner zwei im Kampf um die Playoffs. So. Frühlingsmeisterschaft. Also, es geht um die Wurst. Zwei oder ein Punkt, wie will man sich hier trennen? So, Expert mit AUX, mit Doppel-AWP-Setup. Auf Seiten von Sprout geht man halt nur auf eine AWP. Und bei wem sonst? Natürlich bei Saison. So, geht hier auch. Refrag wird hier gesetzt, war eine Flashbang, ein bisschen zu spät, jetzt ist JDC allein auf sich gestellt, es wird weiterhin von Saiken gut Druck aufgebaut, wieder der Vorteil dadurch geholt, Saiken immer noch auf dem Dach, Saiken wird rausgenommen, 3 gegen 3, trotzdem wieder der Refrag von Speedy, der hier auch an der Krieg wie ein Skrunk, wie eine 1, gegenschießen kann, oh, da pusht man ganz schön blauäugig von Alex rein, dann ist es nur noch Andy, oh, aber ich weiß nicht, ob mit dem gerechnet wird, doch, sie rechnen mit ihm da, er hat sich eben noch vor ein paar Sekunden erst am Heaven gezeigt. Ah, durchschießen durch die Silos geht jetzt auch nicht mehr so einfach, seitdem dieses Brett davor ist. Da ist die Runde für Sprout. Zwei Matchpoints für Sprout. Und da gibt es die taktische Pause. Also, jetzt will man bei Expert wahrscheinlich nur mal aus dem Vollen schöpfen. Es steht kurz davor, dass man die Partie ja abgibt und Sprout hier vielleicht sogar als Gewinner rausgeht. Sie brauchen eine Runde. Und am Ende ist es vielleicht jetzt genau das Warmspielen, was bei Sprout vielleicht sogar den Erfolg bringt und man geht halt 19 Runden. Sie haben es selber in der Hand. Expert muss jetzt hier nochmal gut reinkämpfen und schwitzen. So, Pause vorbei und weiter in die Doppel-AWP. Ja, sehr ausgeglichen auch die Stats bei Sprout. Da trifft halt jeder. Während Skrunk halt mit 31 Frags halt das Scoreboard bei Expert eSport deutlich anführt und jemand wie Alex und JDC noch nicht so wirklich ins Spiel gefunden haben. Beide mit 14 bzw. 15 Frags nach 33 Runden unterwegs. 34. Dennis für die Eröffnung. JDC jetzt aber mit dem Double Kill. Und das ist super wichtig. Wird jetzt aus dem Spiel genommen. So, und das sieht doch ganz gut aus. Also, sie können die Bombe legen. Könnte jetzt Expert hier das Ganze für sich entscheiden, nochmal aufzuholen? Oder macht Sprout hier die Map dicht? Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. 2 gegen 3 Situation. Alex muss mit der AWP hier von hinten eingreifen. Und das war es seinem Mitspieler gefallen. Also die Doppel-AWP kann den Retake hier nicht vollbringen. Und damit ist es wahrscheinlich jetzt auch die Entscheidung zum Sieg für Sprout. Also nach der Extrem... Gucken wir erstmal, was er hier noch macht. Oh, oh, das könnte mal spannend werden. Wilson an der Pistol. Nein, das war es. Also nach der extrem einseitigen...